gerade auf dem Weg zu der Verbundestelle. Ja. Unserer Zeitkapsel. Ja. Hallo Sirius. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang hier im Duisburg von der Mauer. Ja. Vor Ort auf dem Schatz. Chris, wir vermissen dich ganz doll. Und wir melden uns gleich nochmal, wenn wir den richtigen Ort gefunden haben. Tonks fängt jetzt an zu graben. Man sieht leider Tonks nicht, weil es sehr dunkel ist. Aber ich bin hier. Olli steht daneben und hält die Taschenlampe. Und Jenny guckt andächtig zu, wie Tonks den Boden aushebt. Sie macht das sehr gut. Okay, wer möchte jetzt? Wir haben jetzt schon langsam so etwas wie ein Loch. Man kann es bestimmt nicht so gut erkennen, aber hier an dieser Stelle ist es. Und jetzt löst gerade Olli Tonks vom Schippen ab. Genie. Ich habe Angst! Ich habe Angst, Sirius! Wir werden verfolgt! Ermüdlich! Nach okay. 2 Stunden. Also, wir haben es mittlerweile 0 Uhr 23. Was? 23. Ich kann sie wohl nicht lesen. Entschuldigung, ja, natürlich. Und wir haben schon das ganze 20 cm ausgehoben. Das Loch, da sieht man so ein bisschen. Also, man wird jetzt nicht viel sehen, aber Tonks und ich sitzen hier und haben beide eine Zigarette an. Hier. Vielleicht sieht man die. Ja. Ja. Und wir machen ein Päuschen. Und wir haben gerade ein ganz, ganz tolles Foto von Ollis Popo gemacht. Ja, wir haben inzwischen schon 25 cm. Bestimmt ganze 25 cm. Nee, 3 Meter jetzt. Da oben ist der Mond. Ja, der leistet uns Gesellschaft. Das ist mein Kippschuh. Guck mal, das sieht cool aus. Und jetzt kommt meins. Oh, die Uhr. Da. Sie können sie halten. Das sieht aus wie UFOs. Da ist Olli. Hallo, Olli da. Das ist Berti. So, das Loch ist fertig. Die Zeitkapsel liegt. Wir müssen es gleich noch zubuddeln. Und wir haben uns gerade gefragt, wo wir in 10 Jahren stehen werden. Außer natürlich genau an dieser Stelle. Und haben uns überlegt, dass wir natürlich alle zusammen sind und Tonks und ich unsere eigene soziale Einrichtung leiten werden mit Kindern. Und Ginny wird uns rechtsmäßig zur Seite stehen und uns die ganzen Kinder zuschustern, die in ihren Familien falsch behandelt werden. Und Olli wird uns als Lehrerin und als Kulturexpertin zur Seite stehen und bei den Kindern helfen. Und du wirst auch bei uns sein und die Kinder sowohl psychisch als auch physisch betreuen. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute hier sind. Und diese Zeitkapsel, klingt so ein bisschen nach Beerdigung, ne? diese Zeitkapsel vergraben und dass wir uns durch die MG getroffen haben. Ja, wir hoffen, dass du dann in 10 Jahren mit uns hier stehst und diese Zeitkapsel ausbuddelst. Und
wir freuen uns natürlich, dass du deinen ganzen Plan damit reingetan hast und dass du dazugehörst. Ja, was soll ich sagen? Also erstmal ist das natürlich voll doof, dass du so weit weg wohnst. Und da wir aber ja in 10 Jahren, wie wir gerade gehört haben, alle zusammen arbeiten, heißt das ja, dass das mit dem Ausbuddeln ja auch kein Problem. Das heißt, du wirst dann ja sowieso hier vor Ort sein. Und dann kommen wir her und buddeln das Ding aus. Und dann, wir haben vorhin die ganze Zeit überlegt, boah, wissen wir das in 10 Jahren noch? Aber ich glaube ganz fest, dass wir uns die meisten Sachen sofort wieder erinnern werden, spätestens wenn wir sehen. Und ja, darauf freue ich mich irgendwie auch schon. Also, ich kam ganz spontan auf die Idee, zu sagen, das ist überhaupt nicht gestellt jetzt gerade. Nein. Das ist sehr schön, weil du in letzter Zeit zu viel hier warst und dass wir so ein bisschen traurig sind, weil es ja in nächster Zeit ein bisschen weniger wird, wenn du anfängst zu arbeiten. Aber wir hoffen natürlich, dass du es trotzdem einrichten kannst, zumindest zu so wichtigen Sachen wie Geburtstage oder neues Video basteln. Oder Zeitkapseln-Ausgaben. Gut, dann schaffen wir es jetzt zu. Ja. Okay. Bis bald, Zeitkapseln. Bis bald, Zeitkapseln. Bis in 10 Jahren. Bis in 10 Jahren.